Lara, ich bin die Agentin Lara und heute haben wir hier Casey McKenzie und Buddy. Hallo. Hallo. Und ja, sie haben heute Abend ein Konzert hier in Winterthur. Und ja, erzählt mal ein bisschen von euch. Wer seid ihr? Wann habt ihr euch getroffen? Seit wann musiziert ihr zusammen? Wir musizieren seit 5 Jahren zusammen und haben uns in Berlin kennengelernt. Wir wohnen auch alle in Berlin. Nee, wann haben wir uns getroffen? Wir haben uns vor 10 Jahren getroffen. 10 Jahre. Was waren es jetzt? 5 oder 10? Seit 5 Jahren machen wir Musik, wir kennen uns seit 10 Jahren. Mhm. Wahrscheinlich eigentlich schon seit 500 Jahren. Wir kennen uns sehr gut, wir mögen uns sehr gut, das macht Spaß. Okay. Wir mögen uns sehr gut. Und ihr wart immer ein Duo oder wart ihr mal mehr als zwei? Ja, die anderen, die haben wir rausgeekelt aus der Band. Wir haben als Duo angefangen und wir spielen auch manchmal mit Drums noch, aber das ist noch recht selten, weil als Duo lässt sich auch leichter tun und wir haben auch so eine Art Bühnenidentität als Duo entwickelt. Okay. Und die Instrumente, die bleiben dann immer dieselben oder wechselt ihr da? Wir wechseln recht häufig Instrumente. Wir spielen beide zum Beispiel das Banjo, das wechselt dann auf der Bühne hin und her. Okay. Und ich spiele Gitarre, Buddy spielt Kontrabass, spielt Maultrommel, spielt Maultrommel? Tambourin. Was ist das? Maultrommel? Kenne ich nicht. Red weiter, Casey, ich zeig's sofort. Ja, ja, gerne. Hallo. Sehr gerne. Hammer und Stein spielt er auch. Was ist denn das? Warum kenne ich das alles nicht? Da solltest du heute Abend unbedingt zum Konzert hier bleiben und dir das ansehen, dann hast du ein einmaliges Erlebnis, wie Rhythmus auf einen Stein geschlagen wird mittels eines Hammers. Okay. Oder wie die Maultrommel. Ah, das kenne ich. Job und siehste. Ist das nicht so ein mittelalterliches Instrument? Das ist man sagt, es ist eines der ältesten Instrumente der Menschheitsgeschichte, weil es gibt es in jedem Land und jedes Land sagt bei uns, was das erste Mal, ob es die Mongolei ist oder ob es Indien ist oder ob es Südamerika ist. Wir waren die Ersten. Und hier in Berlin haben es eigentlich erfunden. Mhm. Okay. Ach, so ähnlich steht das vor. Ein Arzt, nee! Okay, ja. Sieht interessant aus, oder? Ist interessant. Okay. Vorsicht, Schweinegrippe. Super, super. Nein, nicht schlecht. Deshalb die Handschuhe. Ah, oh, schon mal gut. Nein, ich gehe davon aus, dass ich nichts habe. Okay. Nee, ich mache das jetzt nicht. Ich lasse das mal. Ist auch, beim ersten Mal sehr schmerzhaft. Ja, okay, ja. Ich lasse das jetzt mal. Okay. Ja, und jetzt mal zu den Liedern. Also du schreibst alles selbst, ist es so? Schreibst du mit? Nö. Hm? Nur sie? Ja, ist vertraglich festgelegt. Ich muss Strafe zahlen, wenn ich irgendeine Note beifüge. Echt? Okay. Nein. Okay, dann eben nicht. Nein, Casey schreibt wunderbare Songs und Casey schreibt viele Songs. Und sobald ein Song fertig ist, freue ich mich jedes Mal, was für ein wunderbarer Song das wieder ist. Und dann spiele ich mit, ja, magst du mich hören? Es ist toll, es macht echt Spaß in der Band. Und was entsteht zuerst? Die Lyrics oder die Melodie? Das würde ich auch wissen. Unterschiedlich, kann man so gar nicht sagen. Was ist denn für euch wichtiger? Melodie oder? Das ist eben das Wichtige, denke ich, beim Songwriting. Die Verbindung ist das Wichtige. Weil wenn das nicht stimmt, du kannst ja einen großartigen Text haben, du scheiße Musik drauf schreiben. Und auch andersrum genauso. Davon gibt es sehr viele Beispiele in der Popmusik. Tolle Musik, schlechter Text. Richtig tolle Musik. Und du guckst dir den Text an und denkst, au. Das ist alles? Ja. Dein Hund heißt Mandy? Das ist schon wieder eigentlich cool. Naja. Es gibt ja auch richtig gute, schlechte Texte. Das ist eigentlich mein nächstes Ziel. Ich möchte das lernen, gute, schlechte Texte zu schreiben. Was verstehst du unter guten, schlechten Texten? Naja, dass sie halt nicht... nicht so viele Bedeutung haben. Naja, lyrisch herausfordernd sind. Okay. Dass man immer sagt, oh, und Bedeutung. Also vielleicht so wie ein bisschen Kate Nash? Nee, das ist mir zu... Zu freaky? Das ist ja auch nicht richtig freaky. Auch Kate Nash macht das eigentlich auch ganz cool, ja. Weiß die nicht, beschreibt ja ganz gut so Alltagsbeispiele und so. Einfach ganz nicht so konkret würde ich nicht werden wollen. Weil sie beschreibt ja ganz bestimmte Situationen, ja, die sie umschreibt. Das genau. Ist ja auch so ein bisschen
popmäßig schreibt. Das meine ich gar nicht. Ich meine eher, es gibt gut, sehr gute Rock'n'Roll-Texte zum Beispiel, die eigentlich fast sinnfrei sind, aber die sich unglaublich gut singen lassen. Das, das finde ich sehr aufregend. Auch so diese ganzen anderen Skiffle-Texte. Two old ladies sitting on the sand, each one wishing that the other was a man. Ja, yeah, sowas. Das ist toll. Okay. Dann, gut, ich suche dir bis dahin einmal einen Bassisten. Nein, ich mag nicht so, wenn es so Befindlichkeitstexte sind. Das versuche ich auch schon immer so ein bisschen rauszuhalten. Dass man, also weil viele verbinden ja Songwriter immer mit Leiden auf der Bühne. Genau. Endlich mal der Welt erzählen, wie es dir eigentlich geht. So. Und das wollte ich eigentlich nie machen. Ich wollte immer auch drüber lachen können über mich selbst. Okay. Oder Dinge übertreiben, um es darzustellen. Aber denkst du, man kann einfach so wechseln? Also wenn du jetzt eher ein bisschen poetisch veranlagt bist, kann man dann einfach wechseln? Ich habe das immer als sehr schwierig empfunden. Ich will ja gar nicht wechseln. Ich meine, nur etwas weiterzuführen sozusagen. Ich habe jetzt auch keinen Plan. Nur wenn du selbst einen Platz suchst zwischen all den anderen Künstlern und dir überlegst, wo bist du eigentlich angesiedelt, so, dann fiel mir halt irgendwann einfach auf, dass das automatisch in die Richtung geht, dass ich nicht unbedingt so Platten mache, wo ich jetzt unbedingt erzählen kann, jetzt ging es mir irgendwie total schlecht ein Jahr lang und deswegen schreibe ich jetzt darüber, wie mein Freund mich verlassen hat. Und die ganze Platte geht eigentlich darum, sondern es ist, vieles ist so, vieles ist persönlich, aber was davon wirklich persönlich ist, bleibt mir überlassen und auch wie ich das ausdrücke. Mhm. Und ich glaube, dass man dadurch einen größeren, vielleicht sogar eine größere Authentizität erreicht, als wenn man mal alles so ganz genau beschreibt, was dann so festgelegt ist. Mhm. Ja, das stimmt. Und wie schreibst du denn die Texte? Also kommt das einfach so aus einer Stimme heraus oder sitzt du hin und denkst dir, ich schreibe jetzt bewusst einen Text? Es wird schwieriger, je älter man wird, glaube ich. Ja? Weil wenn du jünger bist, dann bist du unbeschwerter? Ja, unbeschwerter, macht sich auch nicht so im Kopf und denkt irgendwie, das hatte ich schon oder das klingt jetzt wie oder so. Und wenn man jünger ist, schreibst du einfach drauf los und den Zustand erreichst du eigentlich nur, wenn du trinkst oder richtig sauer bist, weil dir dann auch alles egal ist. Schließlich, mir kennt sie, sagt, trinkt und seid wütend, dann werdet ihr jünger. Na, wenn ich so nach Hause komme und ich war irgendwie unterwegs oder so, dann fällt mir das irgendwie leichter vor, mich jetzt hinzusetzen. Dann poppt es auch einfach so raus und so. Es geht dann um einzelne Sätze oder so. Oder kommt irgendein Rhythmus dazu und dann ist das schon halt fertig, weil du irgendwie merkst, dass mit diesem ganz bestimmten Rhythmus geschrieben wird. Ich schreibe auch immer nicht so das so auf, sondern ich schreibe dann irgendwie ein Wort ganz groß und das nächste Wort darunter so ganz klein, dann sieht man, das führt der Rhythmus zu hin, weil ich keine Noten schreiben kann. Okay. Und versuche das dann immer so für mich festzuhalten. So, da stehen dann immer so hinter irgendeinem Wort ganz viele Blitze und so, das heißt, dann kommt dann so ein Ton. Und, aber das hast du dann alles zusammen im Kopf? Ja, ich habe dann ungefähr den Rhythmus im Kopf und wie der Text quasi, weil ich finde, der Wörter sind, geben mir eine Melodie vor. Und du kannst jetzt, ich habe es gerade nicht so ein gutes Beispiel im Kopf. Du hast gerade gesagt, das geben mir eine Melodie vor. Das ist halt eher so ein tristes Lied Ende der 80er. Geben mir eine Melodie vor. Das ist echt nicht schlimm. Darum kann ich jetzt noch ein Tor. Und sage dir, nein. Jetzt singst du ja alles total schleimig. Ja, natürlich. Aber es. Und dann kommt der Text, kommt dann schon dir. Nein, das fertige Lied. Also Casey spielt mir immer erst ein Lied vor, wenn es fertig ist. Ich schreibe dann schon noch die Melodie drauf selbst und spiele das Gesicht. Ah, okay, okay. Manchmal ist es, kommt Casey irgendwie nach einer Woche. Mhm. Ich habe ein neues Lied, manchmal dauert es einen Monat, ich habe drei neue, manchmal dauert es drei Tage, ich habe vier neue. Man weiß es nicht, plötzlich sind da drei neue Songs und dann spielt Casey sie mir vor und ich habe eigentlich auch kaum eine Möglichkeit zu sagen, oh, das gefällt mir nicht.